Willkommen zum neuen Part von Let's Play Mario Kart 8, der Lux. Der Lux? Der Lux. Der Lux ist gefressen. Well, warte mal. Ich nehme den hier. Den schwarzen? Heute nehme ich das Tinferno Quad. Was für Reifen nehme ich denn? Nimm die Retro-Reifen, nur rot, die passen da sehr schön zu. Stimmt, ja. Und dann nehme ich noch, ich glaube mal wieder den Standardgleiter. Gut. Oh Gott, habe ich wenig Kraftung und, ja, dafür Handling ist halbwegs gut. So. Sterncup, here we go. Ja, wir gehen nicht zum Tintenfischcup, wir gehen zum Sterncup. Der Tintenfischkopf könnte vielleicht auch ja, noch kommen. Ja, Tintenferno, wie das Kart halt da hieß. Tintenferno. Dann die Inklinge. Die Endlinge? Inklinge. Hör mir zu. Die Endlinge. Halt Maul! Aber was für ein Zufall, dass wir beide die Inklinge genommen haben. Was für ein Zufall, kam ich hatte sowieso vor, nämlich Inklinge-Mädchen zu nehmen, von daher. Ja, gut, okay. Ich hab mir gedacht, weil ich jetzt schon das Inferno-Quad hab, dann... Oh Gott! Oh Gott! Hey! Irgendwann hab ich gerade weggebasht. Das war ich! Oh, du bist gegen den Reifen! Ja, weil ich weggebasht wurde und zu viel Speed hatte. Ja. Ja, jetzt lob dich, ja, ich lob dich sogar noch für deine Arbeit, weißt du? Hab ich's gut gemacht? Nein. Oh, hab ich doch. Also für das, was du vorhattest, war es gut, ja. Für mich war es nicht gut und ich hab's geschafft an den Items vorbei. Natürlich legt jemand direkt vor mir eine Bombe hin, natürlich! Machst du das? Nein. Ich bin auf den Hälften, aber die Vorstellung ist so, dass du genau beim Fliegen in eine Bombe reinfährst. Du wirst schon mal auf jeden Fall deinen Spaß haben, wenn das Let's Play kommt, ich sehe schon. Du kommst auf deine Kosten. Ich komme auf meine Kosten. Auf welche Kosten denn? Keine Ahnung, auf irgendwelche teuren hoffen. Kosten für Jonas Nerven oder wie? Komm, wieder eine Bombe. Komm, bitte. Wieder eine Bombe. Scheiße, also warst es doch vorhin, du. Natürlich. Wer sonst legt eine Bombe so mies böse vor dir hin? Irgendwelche random NPCs. Das machen nämlich auch sehr gerne. So schön random war das. So schön random. Am wenigsten bist du auch gegen die Wand gedriftet. Hey! Nein! Aha. Scheiße! Weil ich zwei Ratchets halt immer hatte. Ey, ich hoffe, ich pack das noch. Ich hoffe, nee. Ich pack das noch. Ich pack's nicht mehr. Nein! Ich will die Dritte sein! Ich komm, bitte Red noch! Shit! Red Shit! Bitte noch irgendwo, schade. Scheiße! Ich hätte es schön gefunden, wenn ich den mal irgendwo einer von der Seite Bild geholt gesehen, hätte. Aber ich hab den nicht mehr gepackt. Ich hätte es schön gefunden, wenn ich noch einer von der Seite geholt hätte. Verdient hättest du es für diese Aktion vorhin. Was ist denn für eine Reaktion? Nicht Reaktion. Aktion! Welche Aktion? Bombe nach hinten, random. Die war nicht mal random, ich hab gesehen, du bist hinter mir und hast abgeschätzt. Genau, passend abgeschätzt sogar, du ja, bist reingefahren. Ja, ich bin direkt reingefahren, das war mies. Es war gut. Was ist das für eine komische Hupe? Keine Ahnung. Eigentlich ist das ja voll der Fehler. Generell, dass die Inklinge überhaupt mit dabei sind, ist eigentlich voll der Fehler. Weißt du, wer ein Fehler ist? Du. Nee, allein storymäßig macht es keinen Sinn, dass die Inklinge da sind.
Weil storymäßig ist es nämlich so, dass die Erde komplett leer war mit Lebewesen und Zivilisationen und so. Und die Inklinge sich dann quasi neu entwickelt haben. Klar fahre ich jetzt in die nächste Red Shell erstmal rein, wenn ich auf die Strecke kommen möchte. Oh mein Gott, ich hatte gerade zu viel Speed. Scheiße, bin ich um. Außerdem macht es keinen Sinn, weil die Inklinge unter Wasser sterben. Das hier sind halt super Inklinge. Die können doch so super sein, wenn sie sich gelöscht werden. Ja. Ne? Da kann es noch so super wollten sein. Wollten wir Mario Kart spielen oder wollten wir jetzt hier analysieren, welcher Charakter hier keinen Sinn macht, hier drin zu sein? Link und Zelda machen. Gut, Zelda hat es ja schon gar nicht reingeschafft, aber Link. Ich wollte gerade sagen, Zelda, was? Zelda? Hä? Wie? Mausi? Bist du sehr weit? Gar nicht mal so weit. Nein, komm schon. Lass mich los. Och man, ich krieg die Kurve hier nicht. Ich krieg die auch nie. Meinst du die genau vom Ziel? Ja. Ja, die krieg ich auch nie. Die Kurve ist auch böse. Ich krieg die nur dann, wenn vorher irgendein Mist passiert ist. Ich hab eine Nummer tiefer genommen. Warte, was? Willst du verstehen, wenn du die Aufnahme siehst? Bist du abgestürzt? Nein. Warum nicht? Warum willst du, dass ich abstürze? Du sollst leiden. Ich leide schon, dass ich neben dir sitze. Hey! Und die ganze Zeit nichts gepackt kriege. Jawohl! Platz 1! Jawohl! Platz 6! Ah, schön. Alles okay? Ja, wissen. Du hast gerade so auf Wolke 7 gewirkt. Ja, wenn ich dich ansehe, bin ich halt auch auf Wolke 7. Oh. Alle, die den jetzt toll fanden, schreiben das mal in die Kommis. Hier, ich, hier. Bitte genau das schreiben, danke. Stell dir mal vor. Nein. Okay. Ja, was denn? Stell dir mal vor, bei irgendeinem würde random der Gleiter nicht funktionieren. Geil, Mann, Tote. Oder die Schwerkraft würde plötzlich nicht mehr so funktionieren, wie sie sollte hier. Wo bist du? Bist du wirklich so weit weg von mir? Ich weiß es nicht, wie weit ich weg bin. Auf jeden Fall bin ich ausnahmsweise mal vorbereitet, wenn ein Stachel kommt. Ich bin gerade auf nichts mehr vorbereitet. Ich bin schon über der Ziel. Hä, was bist du? Wenn ich mal auf die Karte schaue. Wenn ich auf die Karte schaue, kriege ich Kopfschmerzen. Also ich bin irgendwo ganz woanders. Ich bin auf einer anderen Ebene, ich bin auf dem Next Level. Naja, das... Also ab der dritten Hälfte, ab der dritten Runde ist es sowieso, bin ich sowieso nachher wieder Zweiter oder so. Jetzt müsste ein blauer Stachy kommen. Das wäre nichts Außergewöhnliches. Ja, jetzt hätte ich ihn sowieso verloren. Also war ganz gut, dass ich das gemacht habe. Ja, die Red Shell war nämlich von mir. Das habe ich mir tatsächlich schon gedacht. Ich habe mich ganz aufgeregt, dass du die ganze Zeit einen Red Shell bei dir trägst.
und die nicht einsetzt. Es gab ja auch keinen Grund dazu, sie einzusetzen. Gab es wohl. Nee, gab's halt nicht. Ich habe hier gerade schon die ganze Zeit eine sehr, sehr ruhige Fahrt vor mir. Ist auch der Grund, warum ich so weit vorne bin. Ach, halt's Maul, du mit ruhiger Fahrt. Jetzt reicht's dann aber wieder mit den Red Shells, Mann. Na, es war so klar, es war so klar. Ich bin gerade Platz 2 geworden, weil mich 3 Red Shells getroffen haben vorm Ziel und dann kam Morten von der Seite. Ich hab's sogar noch angeteased. Hm. Ist es jetzt fair oder ist es jetzt unfair? Fair. Spiel hasst mich. Und ich hasse das Spiel! Ich wollte gerade was sagen, aber du hast mich unterbrochen, jetzt hab ich nicht mehr. Entschuldigung. Wer hasst dich nicht? Au! Dieser leichte Schlag gerade. Hab dich lieb. Ich auch. So, wer hasst dich nicht, außer ich? Dieser leichte Schlag gerade mit den 3 Fingern. Und du, au! Ich werde geschlagen. Du Polizei! Hast mich gar nicht geflogen. Polizei! Ich bin gerade ein. Ich bin gerade den Gap. Ja, bitte? Was? Ich fahre gerade irgendwie den Gletscher die ganze Zeit runter. Du sollst den Gletscher auch runterfahren, Schatzi. Ja, ich weiß, aber ich krieg's nicht hin. Du fährst halt nicht auf der vorgegebenen Strecke nach unten. Es ist das, was du sagen willst. Ja. Stell dir mal vor, die Lakitu-Wolke würde nicht mehr wollen. Oder Lakitu findet seine Wolke, so wie es ja bei Mario sehr häufig der Fall ist. So, irgendjemand schießt auch so den Lakitu ab. Weißt du, was ein gutes Detail gewesen wäre? Hä? Wenn Lakitu von der Strecke runterfällt, dass nicht Lakitu ihn auffängt, sondern dass ihn einfach eine Wolke. Einfach nur eine leere Wolke. Dass die ihn dann holt. Ja, gut, aber woher will die Wolke wissen, dass die Wolke kommen soll? Dass wer kommen soll? Woher will die Wolke wissen, dass die kommen soll? Das macht doch gar keinen Sinn. Ach komm. Reden wir jetzt hier gerade von Sinn? Das ist ja schon ein cooles Detail gewesen, okay? Wäre nun wir das Detail gewesen, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du ausdrücken willst damit. Ich hätte ein cooles Detail gefunden, wenn der Spieler sterben würde, wenn er hier mit Vollspeed gegen den Baum fährt. Du machst mir Angst. Ich bin nur realistisch. Ein bisschen zu realistisch mir manchmal. Einfach Game Over gehen, wenn du hier gegen den Baum fährst, kurz vor Ende. Danach Spieler, danach Charakter auch nicht mehr auswählbar. Das wäre ein random Detail, das irgendwie sehr makaber wäre. Ich sehe es da hinten fahren, aber das Problem ist, ich kann nicht mehr rein. Grad. Das hast du nicht gemacht. Doch. Das hast du nicht versucht. Doch. Nein. Doch. Böses. Böses Mausi. Ja, was denn? Ich hätte es witzig gefunden, wenn du drauf und rüber gefahren und danach noch Platz 3 oder 4 geworden wärst. Du bist böse, nur weil ich dich mit der Bombe abgeworfen habe. Ja. Ist zwar schon süß, aber es hilft trotzdem nicht. Oh, bin ich. Nee, das warst du. Das war ich. Oh, wie böse. Ich hoffe, sie zeigen den Moment, wo ich den mit der Bombe abwisch. Ja! Und du das so wert zum Fick wirft die Bombe so nach hinten. So schief, so schief. Das war schön. Ich würde sagen, wir beenden den Part hier an der Stelle. Er ist beleidigt. Das sowieso. Vielen Dank fürs Zuschauen, für Likes und Kommentare und bis zum nächsten Part. Oder bye. Auch nicht. Immerhin bin ich noch Platz 1 geworden. Das ist alles, was zählt.